Herzlich willkommen zu Blattseiten, unserem Literaturmagazin auf FS1. Vor der Kamera begrüßt euch Savaha Sinanovic und hinter den Kameras einmal die Stephanie Scherer und den Fabian Bellmann und für die Regie Christopher Eberle. Bei mir heute in Blattseiten zu Gast ist der Magister Stefan Walli. Hallo Stefan. Hallo Savaha. Der Stefan hat uns heute sein aktuelles Lieblingsbuch mitgebracht. Darüber hören wir später noch einiges. Aber zuerst kurz zur Person. Der Stefan Walli, du hast studiert Politikwissenschaften an der Universität Salzburg und an der Universität in Warwick. Dann hast du General Management an der University of Salzburg Business School, den MAS, Master of Advanced Studies. Master of Advanced Studies gemacht. Die Themenschwerpunkte sind politische Theorie, europäische Integration und vergleichende Studien. Die Arbeitsschwerpunkte an deinem Arbeitsplatz, also der Robert-Jung-Stiftung, sind die JBZ, also Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen, die Arbeitspapiere, die Montagsrunden und die Zeitschrift Pro Zukunft. Vielleicht gleich kurz zur Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Die Robert-Jung-Bibliothek ist ja vor kurzem übersiedelt in die Strubergasse, in das neue Areal. Die Robert-Jung-Bibliothek gibt es seit langem in Salzburg und viele Menschen wie du sind ja dort auch regelmäßig zu Gast. Früher war der Standort ab 1985 in der Imbergstraße. Im Haus Corso, dem Haus der Erwachsenenbildung, von dort sind wir übersiedelt vor gut einem Jahr in die Strubergasse 18. Strubergasse 18, das war das Areal der Salzburger Stadtwerke, die dort abgesiedelt sind und wo ein städtebauliches Projekt entstanden ist, wo Sozialwohnungen, hochwertige Wohnungen für kommerziell Interessierte, Geschäftsräume, Gastronomie, Kultureinrichtungen und Bildungseinrichtungen hingesiedelt sind. Eine dieser Bildungseinrichtungen ist die Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen und in einem dieser Gebäude findet sich mein Arbeitsplatz. Eben abgekürzt die JBZ. Genau. Zu den Montagsrunden vielleicht noch kurz. Also die JBZ-Montagsrunden, vielleicht waren noch einige von unseren Zuseherinnen und Zusehern auch schon bei einer der Diskussionen dabei. Was sind diese Montagsrunden denn genau? Wir haben diese Montagsrunden im Jahr 2009 begonnen. Die Idee von uns war, es sollte irgendwo in Salzburg einen Ort geben, wo man in Ruhe diskutieren kann über aktuelle Themen, ohne dass man dabei eine Debatte gewinnen muss. Also wir legen großen Wert auf eine sehr entspannte Diskussionskultur, wir legen großen Wert darauf, dass die Themen von einem Experten präsentiert werden und wir legen großen Wert darauf, dass die ganze Diskussion nach bestimmten Regeln abläuft. Regeln zum Beispiel wie Wertschätzung, Regeln wie der Fähigkeit, Gegenargumente immer zu Wort kommen zu lassen. Diese Montagsrunden finden einmal monatlich statt. Wir haben bereits 73 dieser Montagsrunden durchgeführt. 650 Salzburgerinnen und Salzburger waren mindestens einmal zu Gast. Das bedeutet, tatsächlich werden einige der Zuseherinnen und Zuseher schon einmal bei uns einer Diskussion beigewohnt haben. Genau, ja, ich war ja auch schon einige Male dabei. Genau. Was wird denn die nächste Montagsrunde sein? Bei der nächsten Montagsrunde werden wir uns einem sehr kontroversiellen Thema widmen. Es ist uns gelungen, eine Wissenschaftlerin zu finden, die zum Thema Prostitution referieren wird. Sie wird dazu keine moralischen Statements abgeben, aber sie hat für ihre Forschungen mit Dutzenden Prostituierten persönliche Gespräche geführt, diese Gespräche wissenschaftlich ausgearbeitet und wird in einer der nächsten Montagsrunden ihre Ergebnisse präsentieren, die ein relativ realistisches Bild geben sollten, wie ist die Lebensrealität von Prostituierten in Österreich. Wie kann man sich denn zu so einer Montagsrunde anmelden? Das Einfachste ist, sich zu merken, es geht um Montagsrunden und sich dann zu merken, die Internetadresse wird fortgesetzt mit .org. Unter dieser Internetadresse findet man, wie diese Runden funktionieren, findet man, wie es dort aussieht bei den Runden, kann man sich direkt anmelden von dieser Internetseite aus und kann man eine Idee haben, ob das zu mir passt. Gut, also falls jemand von euch also zu einer JBZ-Montagsrunde gehen möchte, einfach auf montagsrunden.org gehen und sich anmelden. Du hast aber jetzt nicht nur die Robert-Jung-Bibliothek als Arbeitsplatz, sondern du hast ja auch Lehraufträge an verschiedenen Universitäten. Also unter anderem hast du vergleichende Politikwissenschaft, europäische Integration, politische Theorie an der Universität in Salzburg. Dann European Economics and Politics, Understanding European Politics am Salzburg College.
Dann haben wir noch Contemporary Austria, European Socialist Thought and Rise of the Right am American Institute for Foreign Studies sowie Staat und Politik für Betriebswissenschaftler und Innen wahrscheinlich genau an der Uni Seeburg, diese ist in Seekirchen. Und dann hast du noch einen an der Donau-Universität in Krems, Issue Management and Agenda Setting. Was kann man sich denn unter Issue Management vorstellen? Das sind Kommunikationsstrategien, die angewendet werden in Politik, aber auch in Wirtschaft. Darum geht es bei diesem Lehrauftrag. Mhm. Vielleicht das Interessante bei dieser Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten in den letzten Jahren ist, dass ich sowohl österreichische als auch amerikanische Studierende unterrichtet habe. Und das war sehr spannend, weil man hier mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Wertvorstellungen konfrontiert war. Auf das werde ich dann zurückkommen, wenn es ums Buch geht. Vielleicht noch Robert Jung. Was hat er dir denn persönlich bedeutet, Robert Jung? Robert Jung, ich habe Robert Jung kennengelernt Mitte der 80er Jahre. Mitte der 80er Jahre hat es eine große Debatte gegeben in Österreich anlässlich der Wahl eines Bundespräsidenten. Das war Dr. Kurt Waldheim, der in weiterer Folge gewählt wurde. Bei dieser Präsidentschaftswahl hat es eine große Auseinandersetzung gegeben über den Umgang der Österreicherinnen und Österreicher mit ihrer Vergangenheit, besonders im Zweiten Weltkrieg. Innerhalb dieser Debatte habe ich Robert Jung wahrgenommen. Robert Jung, der ja fliehen hat müssen vor den Nationalsozialisten, der Flüchtling war in der Schweiz, dort jede Menge Probleme gehabt hat als Flüchtling, der als Mensch jüdischen Hintergrunds verfolgt wurde, der aber später nach Salzburg zurückgekommen ist und der natürlich diese Debatte, wie Österreicherinnen und Österreicher, damals waren das 41 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, über diese Zeit gesprochen hat, sehr kritisch gesehen hat. Und er als Zeitzeuge hat mich damals sehr beeindruckt und hat einen großen Einfluss nicht nur auf mich gehabt, sondern sehr, sehr viele Menschen, auch in Salzburg, junge Menschen damals, die daraus Konsequenzen gezogen haben, die einen Grundinstinkt mitbekommen haben in der Ablehnung von totalitären und diktatorischen Regimen. Mhm. Stefan, du hast aber natürlich auch eine sehr lange Publikationsliste. Also ich werde da jetzt nur ein paar Beispiele rausnehmen, vielleicht drei. Also zum Beispiel die Salzburger Milieulandschaft. Das war gemeinsam mit der Karin Hofer ein Diskussionspapier der neuen Forschungsgesellschaft. Und 2013 hast du bei Salzburg Morgen, also neun Entwicklungen, die Salzburg prägen werden. Das war eben ein Arbeitspapier der Robert-Jung-Bibliothek, gemeinsam mit der Professor Silvia Augeneder. Und was möchte ich noch als Beispiel rausnehmen? Ja, vielleicht 2015, ganz aktuell, Fortschritt ohne Utopie und Wahrheit. Das ist im Momentum, also im Volume 3 erschienen, genau, mit dem Reinhard Hofbauer. Vielleicht kurz zu den Salzburg-Morgen-Entwicklungen, die Salzburg prägen werden. Das war ja ein sehr großes Projekt von der Jungbibliothek, was ich so in Erinnerung habe. Über welches Fachgebiet hattest du da genau über? Die Grundidee dieser Studie war, versuchen herauszuarbeiten, welche Entwicklungen werden große Bedeutung für das Leben in Salzburg bis zum Jahr 2030 haben. Natürlich, wir alle haben eine grobe Idee, was passieren wird. Und natürlich wird es anders sein, als wir jetzt mutmaßen, aufgrund von technischen Entwicklungen, aufgrund von internationaler Politik. Aber es gibt ein paar Tendenzen, die man jetzt schon für sehr plausibel halten kann. Und unsere Idee war, es waren nicht nur zwei Personen, wir waren sieben Personen, war herauszuarbeiten, welche möglichen Entwicklungen halten wir für sehr wahrscheinlich. Wir erleben eine Alterung der Bevölkerung, wir erleben einen Klimawandel, wir erleben ein Auseinanderdriften von Arm und Reich. Es gibt eine ganze Vielzahl von Entwicklungen, die man mit relativ hoher Sicherheit annehmen kann. Und die haben wir dort zusammengetragen, im vollen Bewusstsein, dass man darüber diskutieren muss. Haben es zur Diskussion gestellt, versuchen die Diskussionsergebnisse immer wieder in Aktualisierungen einzuarbeiten. Das ist ein klassisches Projekt der Robert-Jung-Bibliothek, die eben heißt Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen, wo wir genau diese Entwicklungen zur Diskussion stellen. Genau. Vielleicht gleich zu deinem Lieblingsbuch, da geht es ja auch um das Auseinanderdriften von Arm und Reich. Der Titel, also Gleichheit ist Glück, warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind. Wie wäre denn der englische Titel? Hast du den, weißt du den auswendig? Der englische Titel war The Spirit Level, also etwas abweichend. Der deutschsprachige Titel führt direkter zum Inhalt des Buchs. Der englische, also Untertitel war ja auch
why more equal societies almost always do better. Also erschienen ist es im Jahr 2009. Die Autoren bzw. Autorinnen sind Professoren beide an britischen Universitäten. Vielleicht kannst du uns da eh gleich mehr sagen. Also ich habe den Richard Wilkinson, er ist eben einer der Professoren. Er ist Wissenschaftler auf dem Gebiet der Erforschung von Ungleichheit und sozialen Einflüssen auf die Gesundheit. Also seine Arbeiten wurden in sehr viele Sprachen übersetzt. Er war oder ist eigentlich immer noch an der London School of Economics. Dort hat er auch Wirtschaftsgeschichte studiert. Er hat eine Ausbildung zum Epidemiologen gemacht und ist mittlerweile emeritierter Professor der Nottingham Medical School und Honorarprofessor am University College in London. Die Co-Autorin, die Kate Pickett, ist Senior Lecturer an der Universität von York. Sie forscht auch am englischen National Institute for Health Research, hat Anthropologie in Cambridge studiert und Ernährungswissenschaften an der Cornell University und Epidemiologie in Berkeley. Und sie ist eben jetzt seit einigen Jahren Assistenzprofessorin an der Universität von Chicago. Vielleicht, weiß nicht, hast du noch ein paar mehr Informationen zu dem? Alles, was du berichtet hast, ist natürlich richtig. Was sehr interessant ist und vielleicht, wenn man sich mit dem Buch auseinandersetzt, hilft es gleich ein wenig weiter. Mhm. Dieses Buch ist geschrieben worden von Wissenschaftlern, die eigentlich sich mit Gesundheitsfragen auseinandersetzen. Mhm. Beide kommen aus dem Bereich der Gesundheitsforschung, Gesundheitswissenschaft, dem Fachbegriff Epidemiologie, der Entwicklung von Seuchen und Fehlverhalten in einer Gesellschaft. Das ist untersucht worden von den beiden. Und in der Auseinandersetzung mit gesundheitlichen Entwicklungen in einer Gesellschaft sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass es überraschend ist, dass in reichen Gesellschaften bestimmte Krankheiten, bestimmte soziale und gesundheitliche Probleme nicht aussterben. Mhm. Das ist dieses Phänomen, das am Kern des Buches steht. Wenn Gesellschaften reicher sind als andere, warum gibt es in diesen Gesellschaften keine bessere Gesundheitssituation als in der anderen? Warum gibt es in den Gesellschaften, wo im Durchschnitt die Personen mehr Geld verdienen pro Kopf als in einer anderen, trotzdem eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen auf der gleichen Höhe, im gleichen Niveau wie in einer ärmeren Gesellschaft? Die beiden waren Gesundheitsforscher und waren mit diesem Problem konfrontiert, das zu erklären. Und deswegen haben sie begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, woran das liegen kann. Ist das eigentlich auch die Hauptthese des Buches, dass die Gesundheit mit dem Reichtum? Das ist der Ausgangspunkt. Mhm. Sie untersuchen die USA als reiches Land. Sie untersuchen ärmere Länder und stellen fest, obwohl die USA pro Kopf reicher ist, erreichen wir keine besseren Werte in einer Vielzahl von Gesundheitsfaktoren. Mhm. Und dabei stoßen sie auf etwas, was auch in anderen Büchern und in anderer Literatur des Öfteren festgestellt wurde. Es scheint so, dass ein durchschnittliches Einkommen in einer Gesellschaft, wenn es steigt, nicht automatisch zu einer Verbesserung der Lebensrealität führt. Richard Layard im Jahr 2006 hat dazu als erster umfangreich publiziert und er hat sich nicht mit Gesundheit auseinandergesetzt, sondern 2006, Layard, mit der Frage des Glücks. Mhm. Er hat Menschen befragt, wie glücklich sie sind, in verschiedenen Ländern und hat andere Daten von anderen Befragungen zu Rate gezogen. Er hat sich besonders auch die USA angesehen und er hat festgestellt, die Personen, die sehr glücklich oder glücklich sind in den USA, ihr Anteil an der Bevölkerung, nimmt seit Mitte der 70er Jahre nicht zu. Obwohl der Lebensstandard seit Mitte der 70er Jahre sich auch in den USA deutlich verbessert hat. Mhm. Was ist in den USA los, dass eine Verbesserung des Reichtums pro Kopf sich nicht in höherem Glück auswirkt? Und Wilkinson und Kate Pickett merken nun, was ist in Gesellschaften los, dass eine Erhöhung des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens sich nicht in der Verbesserung der Gesundheitssituation auswirkt. Und sie beginnen, diese Faktoren zusammenzutragen und versuchen herauszufinden, warum bringt zusätzliches Wirtschaftswachstum nicht mehr Glück und mehr Gesundheit. Sie haben ja, glaube ich, jahrzehntelang Studien zusammengetragen. Weißt du, über welchen Zeitraum diese Studien waren?
Je nach Faktor liegen Daten vor über kürzere oder längere Zeiträume. Manche Zeitreihen reichen 50, 60, 70 Jahre zurück, andere einen kürzeren Zeitraum. Sie haben versucht, sehr seriöse Daten zu verwenden. Natürlich, sonst würden sie nicht publiziert werden. Sehr viele Daten basieren auf Auswertungen der Vereinten Nationen, wo man durchaus annehmen kann, dass sehr hohe Kontrollen vorliegen, die bewerten, ob man mit diesen Zahlen wirklich argumentieren kann. Also ich glaube, Sie haben ja 23 Länder untersucht. Waren da jetzt Länder auf der ganzen Welt verteilt dabei oder haben Sie sich auf die Industrieländer konzentriert? Es waren Länder aus der ganzen Welt dabei. Je nach Thema haben Sie auch andere Vergleiche herangezogen. Zum Beispiel, man vergleicht Regionen eines Landes, die Bundesstaaten der USA oder Teilstaaten von Staaten in Europa. Es hat unterschiedliche Herangehensweisen gegeben. Das Wichtige war, man vergleicht reichere mit ärmeren Staaten. Reichere mit ärmeren Regionen. Das ist die Frage der Methodik. Die Frage der Methodik in diesem Buch gilt als weitgehend gut gelöst. Warum kann man das argumentieren? Weil es eine Debatte darüber gegeben hat. Weil dieses Buch auch, ich kann dann später berichten, Kritiker auf den Plan ruft. Und diese Kritik zu einer sehr intensiven Diskussion geführt hat über die Methodik. Wenn man sowohl die Pro- als auch die Gegenargumente liest, kommt man auf jeden Fall zum Ergebnis, dass sehr seriös gearbeitet wurde. Waren auch Länder aus Osteuropa dabei? Weil was ich jetzt so gelesen habe, eigentlich waren von den ehemaligen Ostblockländern oder ehemalige Oststaaten eben war, glaube ich, kein Land dabei. Bei den meisten Auswertungen war kein osteuropäisches Land dabei. Es ist jetzt aber nicht rein Westeuropa, nicht rein USA, es sind auch asiatische Staaten dabei, Japan finden wir darin. Und es hat viele Personen gegeben, die die Liste der Länder weiter ausgeweitet haben, um zusätzliche Staaten, um die These zu überprüfen. Weißt du, ob es daran lag, dass es vielleicht aus den osteuropäischen Staaten keine Daten gibt? Oder? Ich würde durchaus die Kritik unterschreiben, dass es interessant wäre, aus diesen Staaten die Daten hinzuzufügen, was die Autoren selber in der Folge der Publikation des Buches auch gemacht haben. Aber Daten aus Osteuropa aus der Zeit vor 1989 sind natürlich schwierig. Bedenken wir, dass es kommunistische Diktaturen waren, die natürlich kein Interesse hatten, Daten zu publizieren über soziale Problemlagen, wie Depression, über Schwangerschaft von jungen Mädchen. Diese Daten aus diesen Ländern sind mit großen Fragezeichen zu genießen. Und wenn man längerfristige Vergleiche hat, ist es natürlich fragwürdig, dann Länder hinzuzufügen, wo die Daten von vor 1989 eventuell nicht richtig sind. Beziehungsweise es hat sich ja dann auch sehr vieles verändert in den Ländern, also weil der Transformationsprozess wahrscheinlich dann noch zusätzlich natürlich Probleme auf den Plan gerufen hat. Wir sprechen ja über den Ansatzpunkt dieses Buches. Dieser Ansatzpunkt, warum, wenn wir insgesamt reicher werden in den USA, in Österreich, warum werden wir nicht gesünder? Warum werden wir nicht glücklicher? Und dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, nach Erklärungen zu suchen. Es gibt ein Beispiel aus der Sozialforschung, das ich immer für sehr interessant halte. Und ich könnte dir diese Frage stellen, aber jeder kann sich diese Frage überleben. Es geht um die Frage, in welcher Gesellschaft man leben möchte. Ich biete zuerst an, man lebt in einer Gesellschaft und man verdient im Monat 2.500 Euro netto. Alle Nachbarn verdienen 3.000 Euro. Und ich biete dir eine Gesellschaft an, wo du 2.300 Euro verdienst, also weniger als im Beispiel 1, aber dein ganzes soziales Umfeld nur 2.100. Man hat diese Frage schon tausenden Menschen gestellt und es gibt relativ solide Angaben. Ich verwende dieses Beispiel gerne auch im Unterricht von Studierenden und das Ergebnis ist immer ident. Wahrscheinlich ist es dir klar, man ist unglücklich, wenn alle es besser haben als man selber. Selbst wenn man gar nicht schlecht lebt. Wir kennen dieses Phänomen, viele Menschen fühlen sich total bedrückt, wenn sie eindeutig ihren Kindern weniger bieten können als die Nachbarn. Und das ist nicht verrückt, sondern es ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Sobald man ungleich behandelt wird, fühlt man sich schlecht. Menschen entscheiden sich gegen Wohlstandszuwachs, wenn er verbunden ist mit Ungleichheit zu den eigenen Ungunsten. Aus diesem Beispiel sieht man recht genau, was Menschen unglücklich macht. Menschen werden unglücklich, wenn sie ungleich behandelt werden. Hast du, wenn du diese Frage deinen Studierenden stellst, gibt es da irgendwie auch so ein Gender-Unterschiede, dass jetzt vielleicht einige der männlichen Studierenden sagen würden, na, mir egal, Hauptsache ich verdiene besser, oder
ist das durch die Bank gleich? Die Erfahrungen, die ich mache, ist, es ist die Antwort ist, 90% entscheiden sich dagegen, reicher zu sein und dafür benachteiligt zu sein. 90% entscheiden sich dafür, etwas mehr als der Durchschnitt zu verdienen, auch wenn dies in Absolutzahlen weniger ist. Es ist weitgehend unabhängig vom Geschlecht und selbe Ergebnis bei österreichischen und amerikanischen Studierenden. Was etwas dem Stereotyp der Amerikaner widerspricht, die ja oft bei uns als so marktorientiert gelten, sind dieselben Menschen. Vielleicht auch, weil wir jetzt an dem Beispiel USA, in dem Buch gibt es ja auch konkretere Beispiele. Kannst du uns ein bisschen vielleicht konkret einen Punkt herauspicken? Das kann ich gern tun. Was wir bei diesem Beispiel sehen, ist, dass Glück, das war eine dieser Fragen, warum wird Amerika nicht glücklicher, nicht so sehr davon abhängt, welches Niveau an Wohlstand man hat, sondern wie ungleich Reichtum verteilt ist. Ist Reichtum äußerst ungleich verteilt, sind mehr Menschen unglücklich. Das heißt, Wilkinson und Pickett haben untersucht, welche Länder sind besonders ungleich. Wo ist der Unterschied zwischen arm und reich besonders groß? Das bestimmt man anhand von wirtschaftlichen Faktoren. Man vergleicht das durchschnittliche Einkommen des reichsten Fünftels mit dem durchschnittlichen Einkommen des ärmsten Fünftels. Der Unterschied in den USA zwischen dem durchschnittlichen Einkommen der Reichsten und dem durchschnittlichen Einkommen der Ärmsten ist 8:1. In Österreich ist es 5:1. In Japan ist es 4:1. Das heißt, wir bekommen eine Zahl, mit der wir sagen können, die Ungleichheit in diesem Land ist so eklatant, in jenem Land geringer. Und in jedem dritten Land noch geringer. Und dann vergleicht er, wie ungleich ist ein Land und wie glücklich sind die Menschen. Und dann wird es interessant. Da entdeckt er dann, dass umso höher die Ungleichheit ist, desto geringer ist das Glück in diesen Staaten. Und er bekommt eine These. Und seine These ist, wenn wir als Österreicher, als Amerikaner, als Briten, er ist Brite, wenn wir als Menschen einer Gesellschaft glücklicher werden wollen, ist es nicht der springende Punkt, dass unser Bruttoinlandsprodukt wächst. Es kommt darauf an, ob wir ungefähr dieselbe Lebensrealität haben wie unsere Nachbarn. Das heißt, er misst es aber eigentlich gar nicht eben an diesem Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, je höher, desto besser, sondern es wird wirklich nur am Einkommen gemessen. Er misst es am Einkommen der einzelnen Personen. Seine These ist, umso näher die Einkommen beieinander sind, umso ähnlicher die Einkommen in einer Gesellschaft sind, desto glücklicher sind Gesellschaften. Gesellschaften, in denen der Unterschied zwischen reich und arm besonders eklatant sind, kann er nachweisen, gibt es weniger glückliche Menschen. Kommt Österreich vor als Land in dem Buch? Österreich kommt in dem Buch vor. Österreich gibt andere Forscher, die mit Österreich hier arbeiten. Österreich ist eines der Länder, in denen die Unterschiede zwischen arm und reich geringer sind. Und Österreich schneidet recht gut ab in vielen Faktoren, in den Faktoren des Glücks, aber natürlich auch in den Faktoren der Gesundheit, die Wilkinson und Pickett besonders interessiert haben. Fördert jetzt eigentlich die Gleichheit auch das gegenseitige Vertrauen in einer Gesellschaft? Das ist ein interessantes Phänomen, aber ich glaube, es kann jeder für sich nachvollziehen. Wenn ich in einer Siedlung wohne, wo alle Menschen in etwa dieselbe Lebensrealität haben, alle Menschen in einer bestimmten Form ihr Leben bestreiten, habe ich die höhere Möglichkeit, mich zu identifizieren mit einem Nachbarn. Es ist mir viel plausibler, wie er lebt, es entsteht viel mehr Nähe. Man hat Kinder, man bringt die Kinder zur Schule, man hat ein Gehalt, es wird etwas knapp mit dem Gehalt. Wenn man Eigentum erwerben will, muss man Schulden machen. Diese Lebensrealitäten, umso näher die Lebensrealitäten von Menschen sind, desto besser versteht man den anderen. Hat ja dieselben Probleme wie ich. Das bedeutet, umso ähnlicher Lebensrealitäten sind, desto besser versteht man sich und dadurch entsteht natürlich Vertrauen. Was auf den ersten Blick plausibel ist, war für Wilkinson und Pickett natürlich nicht ausreichend. Ihr Ziel war es, zu beweisen, dass es so ist. Wie haben Sie das geschafft, also zu beweisen, dass das gegenseitige Vertrauen höher ist? Es gibt bestimmte Fragen, die man stellen kann, die messen, wie sehr man anderen Menschen vertraut. Eine dieser Fragen war, wenn Sie jemanden auf der Straße kennenlernen, sind Sie sofort bereit, ihm beispielsweise Geld zu überlassen, mit der Erwartung, es zurückzubekommen. Das wäre eine dieser Fragen. So ähnliche Fragen werden hier genützt.
Und dann gibt es Länder, wo mit 99% gesagt wird Nein. Und dann gibt es Länder, wo nur 50% sagen Nein, weil man denkt, in dieser Situation rechne ich damit, dass ich das Geld zurückbekomme. Diese Fragestellungen können Vertrauen in einer Gesellschaft messen. Es muss nicht immer das Geld sein, das man überlässt. Es gibt einfachere Modelle. Dann haben wir einen Wert, wie schnell wird vertraut in einer Gesellschaft? Und es stellt sich wieder mal heraus, in Gesellschaften, wo die Unterschiede zwischen Arm und Reich geringer sind, wird schneller vertraut. Mhm. Und Vertrauen in einer Gesellschaft ist natürlich äußerst wichtig. Ist äußerst wichtig für das, wie fühle ich mich, wenn ich wo wohne? Ist äußerst wichtig für das, wie fühle ich mich, wenn ich nachts nach Hause gehe? Ist äußerst wichtig auch für Geschäftsbeziehungen, Vertrauen in einer Gesellschaft? Vertraue ich einen Geschäftspartner? So hat Vertrauen eine entscheidende Bedeutung für das Funktionieren einer Gesellschaft, nicht nur im Privatleben, auch im Wirtschaftsleben. Und Vertrauen entsteht auch durch höhere Gleichheit. Noch banaler kann man es argumentieren, wenn weniger Menschen arm sind. Ganz grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in den meisten Gesellschaften dadurch die Kriminalität sinkt. Weil dann alle gleich viel verdienen oder gleich... Wir haben höhere Kriminalität in Ländern, wo äußerst arme Menschen äußerst großen Reichtum sehen. Das ist, glaube ich, relativ plausibel. Wilkins und Pickett wären nicht zufrieden mit uns an dieser Stelle der Diskussion. Sie würden sagen, ich will die Zahlen sehen. Mordraten. Sind Mordraten wirklich höher in Ländern, wo die Unterschiede zwischen arm und reich groß sind? Brasilien, USA, sie beweisen das. Nicht mit einem logischen Argument, sondern anhand der Daten. Anhand der Kriminalstatistik noch einfach. Du hast ja erst gesagt, es hat auch viel Kritik an dem Buch gegeben. Also was waren denn so die Gegenargumente? Hat dann jemand gesagt, na, das ist schön, wenn ihr Kriminalstatistik habt, aber das sagt überhaupt nichts aus? Oder, weil ich weiß nicht, ich denke mir, dann hat man so diese Statistik, es sind alle gleich arm oder alle gleich reich. Wo liegt denn dann so der Mittelwert? Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele gesehen, wo Wilkins und Pickett dann nachweisen, gleichere Gesellschaften, wo mehr Gleichheit herrscht, bieten bessere Lebensqualität. Sie haben es dann auch gezeigt, wo wird denn mehr Drogenmissbrauch betrieben? In Ländern mit höheren Unterschieden zwischen Arm und Reich? Ja. Wo gibt es in Ländern mehr junge Mädchen unter dem Alter von 18, die schwanger werden? In Gesellschaften mit hoher Gleichheit oder in Gesellschaften mit großen Unterschieden zwischen Arm und Reich? Wo gibt es mehr psychische Erkrankungen, beispielsweise durch Stress? In Gesellschaften mit hoher Ungleichheit? Es gibt also in diesem Buch dann, was sehr schön ist, eine sehr nüchterne, langweilige vielleicht, auf Zahlen basierende Argumentation, dass gleichere Gesellschaften eine bessere Lebensrealität hervorbringen. Das ist natürlich auch der Ansatzpunkt für die Kritik. Dieses Buch hat eine große Bedeutung gehabt. Vor allem in Großbritannien ist es viel diskutiert worden und viel publiziert worden. Und die Medien haben darüber gesprochen. Auch bei uns hat es eine relevante Anzahl von Menschen gelesen. Und wenn dieses Buch recht hat, legt es uns ja bestimmte Verhaltensweisen nahe, die nicht nur zum Vorteil aller sind. Deswegen ist es auch klar, dass andere Meinungen artikuliert werden. Es gibt 3 Studien, die das Buch kritisieren. Ich habe die dann auch gelesen. Und von 3 Seiten wird diese These angegriffen. Das erste Gegenargument. Das Gegenargument, 23 Länder. Warum nicht Osteuropa? Zum Beispiel. Warum nicht dieses asiatische Land? Warum nicht jenes Land? In einer ersten Studie, die in Schweden entstanden ist, hat man sich der Frage der Lebenserwartung gewidmet und hat gesagt, würden wir andere Länder hinzufügen, würde dieser statistische Zusammenhang gar nicht funktionieren. Erste Kritik. Hat man sich dann diese Kritik wiederum genauer angesehen, entdeckt man, dass diese Kritik durchaus Substanz hat. Man entdeckt aber auch erstens, dass nicht das Gegenteil behauptet wird. Es wird nicht behauptet, umso mehr Ungleichheit, desto längere Lebenserwartung. Und es wird nicht die ganze Reihe der Argumente widerlegt. Die Argumente, dass die Lebenserwartung höher ist in gleichen Gesellschaften, basiert auf einem Vergleich von Staaten. Das wird in Zweifel gezogen. Gleichzeitig haben Wilkins und Pickett aber nicht nur zwischen Nationen verglichen, sondern auch innerhalb amerikanischer Regionen, innerhalb europäischer Regionen, wo dieser Zusammenhang auch besteht und dort nicht widerlegt wird. Ist es auch so, dass Sie für Deutschland zum Beispiel dann
Ostdeutschland und Westdeutschland? Sie haben nicht ausdrücklich Ostdeutschland und Westdeutschland. Bei dieser Form der Statistik ist es wichtig, viele Datenpunkte zu sammeln, wie man in der Statistik sagt, eine Vielzahl von Fällen zu vergleichen. Zwischen zwei Staaten würde das nicht sehr viel Sinn machen. Jedenfalls, diese erste Kritik war sehr relevant, sie war gut und sie weist auf etwas hin, was man dem Buch dann vorwerfen kann. Das Buch hat nicht in allem recht. Ein erster Hinweis wäre, dass es durchaus kulturelle Einflüsse geben kann, die noch stärker sind als diese sozialen Unterschiede. Das erklärt, warum innerhalb der USA, das Argument zählt, zwischen Staaten unterschiedlicher Kultur es nicht mehr so stark ist. Und vergessen wir aber auch nicht, dass diese Kritik nur einen Punkt von vielen betrifft. Weitere Kritikpunkte hat es gegeben betreffend der Kriminalitätsstatistik. Eine andere Studie sagt, ihr argumentiert, umso gleicher, desto weniger Morde. Und ihr argumentiert, dass das unterstützt, dass gleiche Gesellschaften besser sind. Mhm. Hallo, es gibt Finnland. Finnland ist ein Land mit sehr starker Gleichheit, einer hohen Mordrate. Genau. So, trifft jetzt wieder nicht die 100 Beispiele, die nachweisen, dass gleiche Gesellschaften besseres Leben bieten, aber es weist auf etwas hin. Da muss etwas los sein in Finnland, das zusätzlich als Erklärung heranzuziehen ist. Und der Hinweis an Wilkins und Pickett, bitte, das wollen wir auch erklärt haben. Das heißt, es gibt so etwas wie andere Faktoren, die auch noch eine Rolle spielen, die man nicht unter den Tisch fallen lassen soll. Eine dritte Kritik, die ich gelesen habe, geht in eine ähnliche Richtung, aber du merkst schon, es geht bei diesen Kritiken nicht an das Herz des Arguments. Es werden eigentlich immer nur einzelne Punkte sehr seriös bearbeitet, sehr seriös kritisiert. Im Ergebnis führt es dazu, dass man sagen kann, nein, Gleichheit ist nicht das Einzige, das entscheidet, aber es wird nicht bestritten, dass es wahrscheinlich ein sehr wichtiger Punkt ist. Bei dem dritten Kritikpunkt jetzt, weißt du, wo diese Studie dann gemacht wurde? Weil eben der eine Punkt war aus Schweden, also der erste Kritikpunkt. Die anderen zwei Studien sind in Großbritannien erschienen. Das heißt also, das Buch ist auch in Großbritannien viel, viel mehr diskutiert worden oder überhaupt vielleicht auch im Die beiden sind Briten. Okay, und es ist dort am intensivsten diskutiert worden. Und Großbritannien hat etwas sehr Schönes, eine sehr intensive Debattenkultur, die auch über die Medien ausgetragen wird, die sehr abwägend mit Argumenten umgeht, eine sehr britische Eigenschaft, nüchtern, pragmatisch und verständlich zu diskutieren. Okay, das heißt, die diskutieren dann auch nicht so emotional um einige Themen herum, sondern es wird wirklich ein schöner Diskurs daraus gemacht. Das ist wahrscheinlich zu generalisiert, aber die Debatten dort zu verfolgen, ist sehr interessant. Was bedeutet denn jetzt eigentlich so ein theoretisches Buch für die Praxis? Also kann man jetzt die Punkte, die jetzt die beiden Autoren, also Wilkinson und Pickett, da jetzt aufgezählt haben, kann man das auch in Salzburg irgendwo sehen? Das ist eine Frage, die sich jeder selber stellen könnte. Vielleicht in Salzburg gibt es einige Debatten, die rund um Armut kreisen. Und was mir schon auffällt, ist, dass wir Salzburger, wenn wir mit Armut konfrontiert sind, emotional sehr schockiert sind. Du hast sicher die Debatte über Bettlerinnen und Bettler mitbekommen. Genau. Kaum ein Salzburger ist glücklich, dass es Bettlerinnen und Bettler gibt. Die Reaktionen sind teilweise sehr aggressiv. Das stimmt. Ja. Man erlebt es auf der Straße, die Menschen fühlen sich wirklich angegriffen dadurch, weil dadurch die Schönheit der Stadt beeinträchtigt wird, so das Argument. Das heißt, diese Konfrontation mit Armut ist etwas, was wir nicht wollen. Es ist etwas sehr Plausibles. Es ist auch sehr normal, dass man mit Armut nicht konfrontiert sein will, weil natürlich hätte man gern, dass es anderen besser geht. Ist vielleicht auch ein Hinweis, dass wir lieber in einer Gesellschaft leben würden, wo es allen gut geht. Wahrscheinlich, oder vielleicht in einer Gesellschaft, wo man Armut halt nicht sieht, wo sie halt unsichtbar ist. Das ist leider die billigere Lösung. Dahinter steckt natürlich schon ein Wunsch, dass es anderen gut geht. Ich will, wenn es anderen gut geht, brauche ich auch weniger Energie, mit der Frage der Gerechtigkeit mich auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass wir auch in Österreich durchaus das Bewusstsein haben, es ist mir ganz recht, wenn es den Nachbarn gut geht. Es ist mir ganz recht, wenn ich keine Sorge haben muss, dass es vielleicht Jugendliche gibt, die kriminell werden in einem Ausmaß, wie es in anderen Regionen der Welt üblich ist. Ich glaube, es ist bei uns sehr bewusst. Andererseits ist uns natürlich auch bewusst, dass diese Ähnlichkeit des Lebensstils, den wir in Österreich haben, durchaus gefährdet ist. Wir haben ein paar Faktoren, die dazu führen, dass auch bei uns die Schere zwischen Arm und Reich beginnt, sich zu öffnen. Es ist gar nicht so sehr die Einkommen, die diesen Unterschied produzieren. Was es bei uns interessanterweise sehr eklatant macht, ist, besorge dir Wohnraum in dieser Stadt. Dann gibt es Menschen, die das Glück haben, es sind nicht wenige, es ist ungefähr die Hälfte, die Wohnraum erben, und es gibt Menschen, die ihn sich kaufen müssen.
In der Robert-Jung-Bibliothek haben wir mal die Frage gestellt, wie eklatant wirbt sich dieser soziale Unterschied auf den Lebenswandel einer Familie aus? Man kann es sich denken, wir haben dann die Zahlen dazu, es ist massiv. Hast du das Glück, Wohnraum zu erben, führst du ein komplett anderes Leben als eine Familie, die genau gleich viel arbeitet, aber dieses Glück einfach nicht hat. Genau. Und dann halt für die Miete schon 80% des Einkommens. Oder für den Kredit. Genau. Mhm. Da fehlt dann auch Geld natürlich, das andere zum Beispiel in die Ausbildung der Kinder investieren könnten. Das bedeutet in Salzburg, aufgrund der Immobiliensituation kommt es zu einem Auseinanderbrechen der Gesellschaft. Auch unser Bildungssystem neigt nicht dazu, die Ungleichheit auszutarieren. Auch hier erleben wir, dass Kinder, deren Eltern geringere Ausbildung haben, geringeres Einkommen haben, eher weniger lang in der Schule bleiben als Kinder, deren Eltern selber eine Bildungskarriere haben oder die viel Geld in die Ausbildung der Kinder investieren können. Auch das verstärkt eher den Trend, dass der Unterschied zwischen Reich und Arm deutlicher wird. Es gab ja auch jetzt dazwischen einmal so diese, sagt man dann auch so eine Kampagne, so rettet den Mittelstand, ich glaube, das ist von der Wirtschaftskammer ausgegangen. Habt ihr das auch bemerkt irgendwie, dass der Mittelstand irgendwie ausgedünnt wird oder zerstört wird oder, weiß nicht, ausgebeutet wird? Es gibt hier zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die, dass es für den Mittelstand, nehmen wir an, das sind Personen mit einem Familieneinkommen von 1.900 bis 3.500 Euro netto, das wäre der Mittelstand, diese Personen haben kein gemütliches Leben. Die Mehrzahl von ihnen hat sehr harte Arbeit, es gibt zunehmende Arbeitslosigkeit, was unter anderem bedeutet, dass mehr Menschen sich Sorgen machen müssen um die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Es gibt starken Druck, vor allem von Seiten des Immobilienmarkts. Wenn eine Mittelstandsfamilie zwei Kinder hat, die Wohnraum brauchen, ist es eine Anstrengung des Lebens. Das bedeutet, es gibt hier schon einen Druck. Andererseits, wenn wir in Österreich durch die Straßen gehen und in Österreich leben, ist das alles unvergleichlich mit weitgehend allen Ländern dieser Welt, außer einigen westeuropäischen Ländern, wo der Druck noch wesentlich größer ist in diesen Ländern, fürs Überleben. Geringere Arbeitsplatzsicherheit, höhere Gefahren bei Arbeitsplatzverlust aufgrund der niedrigen Höhe des Arbeitslosengeldes. In diesen Ländern ist der Stress, den man in der Mittelschicht ausgesetzt ist, noch wesentlich höher. Okay. Weil du zuerst ja auch gesagt hast, mit in Salzburg, man will halt eigentlich auch nicht so oft mit Armut konfrontiert werden, aber wie ist es jetzt mit der Gleichheit zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz? Also eben die Robert-Jung-Bibliothek ist jetzt eben in dieser Strubergassensiedlung, wo es ja auf der einen Seite die sozial geförderten Wohnungen gibt und auf der anderen Seite eben dieses hochwertige Eigentum. Das ist ja eigentlich auch ungleich. Also merkst du da, dass da vielleicht auch ein bisschen die Fronten aneinander geraten? Das ist nicht zu spüren. Das ist nicht zu spüren, dass da Fronten aneinander geraten. Ich glaube, eher so ein Projekt, wo teure privat finanzierte Wohnungen auf demselben Areal stehen wie Sozialwohnungen, auf demselben Areal stehen wie Arbeitsplätze im Wissenschaftsbereich, am selben Areal stehen wie ein Sparmarkt mit Arbeitsplätzen, am selben Areal stehen wie medizinische Einrichtungen mit Arbeitsplätzen, führt eher dazu, dass es nicht zu einer Ghettobildung kommt. Ich denke, es ist äußerst wichtig, dass wir in Salzburg und wir in Österreich verhindern, dass Menschen ohne Einkommen in einem Stadtteil wohnen und Menschen mit Einkommen in einem anderen. Weil es führt dazu, dass wir die Lebensrealität der anderen gar nicht mehr kennen. Dass unsere Kinder und wir selber nur mehr einen Freundeskreis haben, der eine ähnliche Lebensrealität hat. Ich glaube, einer der Geheimnisse Österreichs und warum Österreich funktioniert hat nach 1945 war, dass es uns gelungen ist, das zu überbrücken. Dass es uns möglich war, dass Menschen, egal welchen Beruf die Eltern hatten, Freunde hatten aus anderen sozialen Gruppen. Und ich glaube, es ist äußerst wichtig, dass wir in der Stadtplanung darauf achten, dass es nicht nach Stadtteilen getrennte soziale Schichten wieder gibt. Das Stadtwerk, das von der Stadtregierung entwickelt wurde, ist so ein Beispiel, wo hochwertige Arbeitsplätze, normale Arbeitsplätze, Sozialwohnungen, frei finanzierte Wohnungen auf einem Fleck sind, wo Menschen zusammenleben und dadurch auch lernen, dass die anderen weit nicht so sind, wie man sich schlimmstenfalls vorstellt. Nein, in den Sozialwohnungen wohnen keine furchtbaren Menschen. Es sind völlig normale Leute, die äußerst angenehm sind und viel mehr gemeinsame Interessen haben mit den Menschen, die vielleicht in teuren Stadtteilen wohnen. Es ist eine Fremdwortstigmatisierung, es sind falsche Vorstellungen von sozialen Schichten, die nur entstehen können, wenn Menschen nicht mehr täglich miteinander zu tun haben. Eine Stadtplanung, wie man im Stadtwerk sieht, führt die Menschen zusammen und das ist gut so. Glaubst du, dass es aber jetzt auch außerhalb jetzt von diesem Stadtwerke-Areal Möglichkeiten gibt, dass sich jetzt Menschen
unterschiedlicher Schichten noch treffen? Also wenn ich jetzt so an meinen Freundeskreis denke, also die sind schon auch sehr unterschiedlich natürlich oder natürlich auch jetzt mit verschiedenen Migrationshintergründen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich irgendwo hinkomme, dass ich so ein bisschen die Quotenmigrantin manchmal bin. Weil das heißt, dann komme ich irgendwo hin und dann denke ich mir, aha, interessant, da bin jetzt ich. Aber es ist eigentlich sonst jetzt niemand, der jetzt einen Migrationshintergrund hat oder der, sagen wir mal, aus der Arbeiterschicht kommt dort. Also, weiß ich, gibt es diese Begegnungsräume auch noch außerhalb jetzt vom Stadtwerk oder wo begegnen sich Menschen denn noch? Weil im Supermarkt, glaube ich, passiert es ja auch nicht mehr. Also ich würde das nicht dramatisieren. Also es gibt nicht eine furchtbar arme, riesige Schicht und eine furchtbar reiche Schicht. Die Mittelschicht existiert noch. Mhm. Und es ist auch nicht das Stadtwerk das einzige Projekt, wo Menschen zusammenleben. Menschen leben zusammen in Schalmoos, in Max-Glan, auch in Lehn. Es gibt keinen Grund, das zu dramatisieren, gerade in Österreich. Aber natürlich, das, was du ansprichst, ist schon so, dass Menschen immer mehr ihresgleichen suchen. Und wenn der Unterschied zwischen Arm und Reich zunimmt, ist ihresgleichen dann schon eine andere Gruppe als in einer anderen Welt. Orte, wo die Menschen zusammenfinden, gibt es. Nur um ein Beispiel zu nennen, wer Fußballspiele besucht, beispielsweise beim SV Austria Salzburg, wird Menschen aus allen sozialen Schichten neben sich sitzen haben. Wahrscheinlich ist es bei anderen Fußballvereinen auch so. Wer am Abend fortgeht, wird andere Menschen treffen, wenn es ihn interessiert. Und also ich glaube, es gibt keinen Grund, das zu dramatisieren, aber man soll die Augen offen haben, dass man sich noch interessiert für andere und durchaus mal bemerken, dass das, was man sich stereotyp vorstellt, über die nicht stimmt. Mhm. Welche Konsequenzen hätte es denn jetzt, wenn wir Thesen aus dem Buch in Salzburg anwenden würden? Mhm. Oder geht das überhaupt, dass man sie anwenden kann? Die zentrale These dieses Buchs ist, umso weniger Unterschied zwischen Arm und Reich, desto besser die Lebensqualität, desto weniger Kriminalität, desto mehr Vertrauen in einer Gesellschaft, desto mehr Menschen, die sich als glücklich bezeichnen, desto weniger Stress, ein genauso tolles Auto zu haben wie danach. Weil das ist die Kernthese. Das bedeutet, dass es natürlich in einer Gesellschaft das Ziel sein sollte, die Unterschiede zwischen den, die materiellen Unterschiede, das ist ein wichtiger Punkt, die materiellen Unterschiede zwischen den Menschen zu reduzieren. Es geht natürlich nie darum, die Unterschiede in Geschmack, Kultur und so zu reduzieren. Da soll jeder machen, was er will. Umso mehr man diese Unterschiede reduziert, so die Statistik, desto glücklicher werden Menschen im Durchschnitt. So. Hat das eine Bedeutung hier? Natürlich, es gibt eine Unzahl von Ansätzen, wie man mithelfen kann, dass die menschlichen Fähigkeiten von allen zum Tragen kommen. Es geht auch nicht darum, vielen Menschen etwas zu schenken, sondern es reicht, wenn man Menschen, die Nachteile haben, mehr Chancen gibt, diese Talente zu entwickeln. Oft ist ja der springende Punkt, dass zu wenig Chancen gegeben werden. Es geht auch nicht darum, jemanden zu begünstigen, wenn er etwas nicht schafft. Es geht nur darum, diese Potenziale zu heben, die bei vielen Menschen nicht gehoben werden, nur deswegen, weil Geld für Ausbildung fehlt. Weil eine Kultur nicht herrscht, die ermöglicht, dass er seine Talente zeigt. Das reicht schon. Da rede ich natürlich über das Bildungssystem, auch in Salzburg. Besondere Unterstützung für Kinder, die nicht von vornherein die besten Voraussetzungen haben, im Berufsleben erfolgreich zu sein. Besondere Unterstützung, dass Migrantinnen und Migranten etwas beitragen können. Besondere Unterstützung von Österreicherinnen und Österreichern, die Pech im Leben haben, dieses Pech aufzuholen. All das würde beitragen, dass die Menschen durch eigene Leistung vorwärts kommen können und dadurch würden die Unterschiede zwischen Arm und Reich reduziert. Und auch Menschen, die besser verdienen, haben ein besseres Leben, wenn es weniger Menschen gibt, die aus dem Mainstream der Gesellschaft ausgeschieden werden. Also das war eher ein Punkt, den ich jetzt noch ansprechen wollte. Mit was haben denn jetzt die Reichen davon, wenn quasi diese Gleichheit herrscht? Weil dann sind sie ja eigentlich nicht mehr die Privilegierten. Aber bringt ihnen das was? Die Reichen. Man darf jetzt nicht so davon ausgehen, dass es die Superreichen gibt. Es gibt schon Menschen, die ganz beeindruckende Geldsummen zur Verfügung haben, aber das ist sicher nicht der springende Punkt. Schauen wir uns Länder an, wo wirklich der Unterschied zwischen Arm und Reich eklatant ist. Schauen Sie sich lateinamerikanische Länder an. In diesen lateinamerikanischen Ländern können sich Menschen, die wirklich äußerst gut verdienen, nicht mehr frei bewegen. In diesen Ländern ist Polizeischutz entscheidend. In diesen Ländern zahlen Menschen für Sicherheitsbeamte beim privaten Haus. Will man das? In Ländern, die jetzt nicht so eklatant sind, wo es so große Unterschiede zwischen den sozialen Gruppen gibt. In diesen Ländern, wenn die Tochter einen Freund nach Hause bringt, interessiert man sich sehr dafür, in einer der ersten Fragen, was ist der Beruf
der Eltern des Freundes. Eine Frage, die in Österreich eher keine große Rolle spielt. In Ländern wie den USA ist das eine normale, sehr frühe Frage. Auch das ein Zeichen der Unfreiheit. Soziale Ungleichheit führt auch dazu, dass auch Menschen, die über dem Durchschnitt verdienen, höheren Stress haben. Aufgrund dessen, dass sie diesen Status sehr leicht verlieren können, aufgrund dessen, dass man in einer solchen Gesellschaft so tief fallen kann, aufgrund dessen, dass man Angst haben muss, dass in einer solchen Gesellschaft die eigenen Kinder sehr weit fallen können. Auch wenn es einem selber gut geht, sind das Gesellschaften, die zu einem höheren Stress führen. Und höherer Stress hat was zu tun mit mehr Krankheit, hat was zu tun auch mit weniger Leistungsfähigkeit. Führt jetzt auch dieser höhere Stress auch zu psychischen Erkrankungen? Ist in diesem Buch auch überprüft worden, wäre ja logisch. Daten sind verglichen worden. Länder starke Ungleichheit, Anzahl der psychischen Erkrankungen. Länder geringe Ungleichheit, Zahl der psychischen Erkrankungen. Deutlich mehr psychische Erkrankungen in Ländern, wo man innerhalb eines Lebens sehr viel mehr zu verlieren oder zu gewinnen hat, aufgrund der eklatanten Unterschiede zwischen Reich und Arm. Es ist ja auch so, dass ich glaube, in den USA jetzt auch, was auch in dem Buch beschrieben wird, ist ja auch dieser Wechsel quasi einfacher, schneller. Also so dieses immer noch dieses Klischee vom Tellerwäscher zum Millionär, aber auch wieder zurück. Das ist ja in Europa, glaube ich, nicht so häufig der Fall. Oder das heißt, es gibt ja so eine Art, diese gläserne Wand, wo man nicht ganz hinaufkommt. Ja. Hast du da auch Beispiele dafür? Oder? Beispiele gibt es ja viele. Wir erleben in allen Ländern die Möglichkeit von Menschen, die kein Glück haben vom materiellen Hintergrund der Familie, dass sie viel erreichen. Da wird hart gearbeitet, das sind unglaubliche Leistungen. Und es gibt Menschen, die Pech haben und auch wirklich das Pech bei ihnen bleibt. Es geht hier nur um Durchschnitte. In welchen Ländern ist es wahrscheinlicher, dass wenn man ohne materiellen Hintergrund geboren wird, wirklich etwas erreicht? Und es ist dort wahrscheinlicher, wo der Schritt zwischen schlechtem materiellen Hintergrund und super materiellen Hintergrund geringer ist, als in Gesellschaften, wo der Unterschied größer ist. Umso näher arm und reich in einer Gesellschaft beieinander sind, desto eher schafft es natürlich ein Kind aus wirtschaftlich schwächeren Verhältnissen diesen Schritt in die Oberschicht. Nicht jedes Kind, nicht Kinder sind talentiert aus den unterschiedlichsten Familien. Der Schritt in eine andere soziale Schicht ist natürlich leichter dort, wo die Unterschiede geringer sind. Auch das wird mit Zahlen hier belegt. Vielleicht zum Abschluss nochmal, also die Hauptthese, siehst du die in Österreich bestätigt? Österreich ist ein Beispiel. Er vergleicht Länder. Österreich ist kein Ausreißer. Österreich ist überdurchschnittlich gleich. Und in Österreich gibt es unterdurchschnittlich große Probleme mit Schwangerschaft von Teenagern, Mordraten, psychischen Erkrankungen und so weiter. Diese Probleme sind in Österreich tatsächlich geringer, weil auch in Österreich die Gleichheit höher ist. Das bedeutet nicht, dass man sich darauf ausruhen kann. Es bedeutet nur, dass wir hier etwas zu verteidigen haben, was unser Leben gut macht, wenn in diesem Moment viele Kinder allein durch die Stadt laufen und niemand sich Sorgen macht. Siehst du das Modell jetzt auch mit der sozialen Marktwirtschaft? Unterstützt das eigentlich die Gleichheit oder läuft es dem zuwider? Weil ja eigentlich in den USA ist ja auch der Kapitalismus anders aufgestellt, sagen wir mal. Ist es vielleicht deshalb in Europa die Gleichheit besser? Es ist sehr schwierig zu sagen, welches wirtschaftliche System die meisten Vorteile hat. Wir haben einen Kommunismus erlebt. Im Kommunismus hat es formal absolute Gleichheit gegeben. Es sind ganz andere Barrieren aufgebaut worden, die der Bürokratie. Wenn wir nur ganz nüchtern sagen, es gibt Maßnahmen, die dazu beitragen, dass die Lebensrealität der Österreicher und Häuser ähnlich bleibt. Wir reden über ein Verhältnis 4:1. Nicht von jeder muss exakt dasselbe haben. Aber wir reden von 4:1 statt 8:1. Das bringt Vorteile. Wie stellt man so etwas her? Das stellt man dadurch her, indem Menschen, die sehr viel Einkommen haben, mehr beitragen zum Sozialstaat als Menschen, die nichts haben. Dass Menschen, die nichts haben, einen gewissen Ausgleich erhalten. Dass Menschen, die nicht viel in ihre eigene Bildung investieren können und die der Kinder, dass denen geholfen wird zu investieren.
damit sie ein Maximum ihrer Leistung in der Gesellschaft bringen können. Diese Gesellschaft ist bei uns eine Marktwirtschaft. Das ist eine Marktwirtschaft, in der viele Talente gehoben werden können. Es ist aber auch eine Marktwirtschaft, die nicht alle Startnachteile ausgleicht. Die Startnachteile von Menschen, die benachteiligt sind, müssen wir gemeinsam helfen auszugleichen, wenn wir eine gleichere Gesellschaft wollen. Als Abschlussfrage noch, was ist denn Gleichheit für dich persönlich? Gleichheit bedeutet für mich, dass ich mich auf einen Menschen als Individuum einstellen kann, ohne fragen zu müssen, welchen Beruf hat er, wie viel Einkommen hat er, sonst dass ich Menschen zuhören kann, was sie über Kultur denken, was sie über Fußball denken, welche Interessen sie haben, wenn es mir egal ist, was der materielle Hintergrund ist. Weil ich in einem Land lebe, wo das egal ist, wo der Mensch als Individuum zählt und nicht der Mensch als welcher Tabellenplatz im beruflichen Erfolg er ausmacht. Das bedeutet Gleichheit für mich. Und Glück bedeutet für dich im privaten Umfeld? Glück bedeutet für mich, wenn der SV Austria Salzburg ein Tor schießt. Super. Ja, dann Dankeschön an Stefan Walli, dass du zu uns gekommen bist. Also das Buch war Gleichheit ist Glück. Genau. Also wenn, das kann man natürlich schon empfehlen, oder wenn es jemand lesen möchte, auf jeden Fall. Die Autoren sind eben der Robert Wilkinson und die Kate Pickett. Genau. Ja, dann Dankeschön, Stefan Walli. Wenn ihr in die Robert-Jung-Bibliothek kommen wollt, also einfach in die Strubergasse schauen, aufs Stadtwerke-Areal, aufs ehemalige und in die Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen schauen. Und vielleicht siehst du auch den einen oder die andere dann bei einer der Montagsrunden. Ja, vielen Dank. Das war Blattseiten auf FS1, dem Community-TV-Sender Salzburgs. Bleibt bei uns. Mein Team heute bei der Regie Christopher Eberle, an der Kamera die Stephanie Scherer und der Fabian Bellmann. Vielen Dank und danke, Stefan, dass du zu uns gekommen danke, bist. Danke, Sabah. Gut.